Ja, danke dir, Rainer, dass du mir das erste Wort, die erste Präsentation gönnst. Zu dem großen Thema Customer Experience, was ist das eigentlich? Es ist ein ziemlich breites Thema. Ich versuche hier in einer halben Stunde kurz darauf einzugehen, was ist Customer Experience und vor allem, warum ist es so wichtig, dass wir uns darum kümmern und ein paar Startpunkte, wenn ich jetzt morgen anfangen will, meine Customer Experience besser zu managen, wie kann ich damit anfangen? Ganz kurz, was ist unsere Agenda für heute? Ich stelle mich ganz kurz vor, das ist kein Sales Talk hier, aber einfach, wer bin ich und was habe ich mit meiner Firma FutureLab ein bisschen gemacht? Dann, warum reden wir überhaupt über CX? Und dann, ja, wie gesagt, wie fange ich an? Und dabei gehen wir eigentlich von drei verschiedenen Elementen aus. Wenn ich mich von Punkt A zu Punkt B begeben will, dann muss ich erstmal feststellen, wo bin ich eigentlich, wo ist mein Punkt A? Dafür haben wir sowohl eine interne wie auch eine externe Positionsbestimmung. Das zweite ist natürlich, wo ist denn der Punkt B? Wo wollen wir hin? Was sind unsere Ambitionen und Ziele? Und wie sieht die Customer Journey aus, die wir da im Endeffekt managen wollen? Und das dritte ist dann die Landkarte. Eben genau, wie komme ich von Punkt A zu Punkt B? Und am Ende dann, wie Rainer schon sagte, die Möglichkeit, noch Fragen zu stellen. Also legen wir einfach mal los. Ja, wir sind ganz toll. Wir sind Europas führende Customer Centricity-Strategieberatung. Vor allem sind wir eine der ältesten. Wir machen das schon seit 15 Jahren, als es noch nicht cool und hip war. Haben wir uns schon damit befasst. Wir sind klein, aber ziemlich international unterwegs. Wir sind in Belgien hauptquartiert, aber haben auch in Deutschland anderthalb Büros und hoffentlich bald ein noch anderthalb dazu. Und in der Praxis befassen wir uns mit dem ganzen Gebiet von Customer Centricity und Customer Experience vom Design. Was ist denn die Experience, die wir dem Kunden bieten wollen? Wie setzen wir das um in operative Realität? Wie bringen wir die Mitarbeiter mit an Bord? Und wie sorgen wir dann, dass wir auch effektiv Geld damit verdienen? Ich selber, wie gesagt, seit 15 Jahren dabei. Ich bin einer der Mitgründer von FutureLab, inzwischen der Geschäftsführer und Vorstandsvorsitzender. Und ich habe für viele schöne Firmen im Laufe der Jahre einiges machen können. Dabei mir auch oft genug den Kopf gestoßen. Also ich erzähle meistens nicht nur von den schönen Geschichten, sondern auch, wo es schiefgehen kann. Wir haben sowohl für B2B als auch B2C Firmen gearbeitet. Bisschen mehr B2C. Also warum reden wir eigentlich über Customer Experience? Ich vermute mal, dass die meisten von Ihnen diesen Mann und seinen Spruch schon mal gesehen haben. Der Sam Walton von der größten Supermarktkette der Welt sagt, es gibt nur einen Chef und das ist der Kunde. Er kann jeden in der Firma von ganz unten bis ganz oben effektiv feuern, einfach indem er sein Geld woanders ausgibt. Und darum geht es im Endeffekt. Customer Experience hilft uns, Kunden zufriedenzustellen und viel wichtiger, sie loyal zu machen und dafür zu sorgen, dass sie weiterhin Geld bei uns ausgeben und vielleicht sogar noch mehr. Der Punkt ist, dass das ist zwar eine US-amerikanische Untersuchung, aber ich glaube ganz ehrlich, dass in Deutschland die Zahlen nicht viel anders sein werden. 80% der CEOs glaubt ihren Kunden ein ausgezeichnetes, ein überdurchschnittliches Erlebnis zu bieten. Leider stimmt aber nur 8% der Kunden dieser CEOs dem auch tatsächlich zu. Es gibt also einen riesen Unterschied zwischen der Wahrnehmung und der Realität. Und im Endeffekt das eigentliche Problem ist, und da sehen wir ein Bild von allen ihrer Chefs, und so sieht der Durchschnittschef aus, und der sagt, Moment mal, ich habe hier meine Aktionäre, die ich zufriedenstellen muss, oder ich habe meinen eigenen Bonus, den ich mir auszahlen muss, ich habe andere Kollegen, denen ich Bonusse zahlen soll. Warum soll ich um Gottes Willen jetzt plötzlich mein Budget für CX ausgeben? Ich weiß ja nicht mal, was das bedeutet. Und wir sagen ganz einfach, CX, die Kundenerfahrung, ist der ultimative Gewinntreiber. Aber erstmal die Frage, gibt es eigentlich eine richtige Definition von Customer Experience? Denn was wir oft hören, ist, ach ja, Customer Experience. Und jetzt machen wir alle Wow und jetzt machen wir alle Kuschelbären oder wir machen auf Disney. Ziemlich sarkastische Antworten, wo wir sagen, also abgesehen davon, dass sie
wollten, dass sie auf Disney machen könnten, weil Disney ist zwar sehr experience-oriented, ist aber zugleich die ultimative Geldmaschine. Die wissen ganz genau, wie sie ihre Kunden, wie sie den Kunden eine solche Erfahrung bieten müssen, dass sie all ihr Geld da lassen, ob das jetzt in Paris oder in Florida oder sonst wo in Kino ist. Wir sagen im Endeffekt, das Kundenerlebnis ist das Produkt. Es ist also wichtiger als das physische Produkt. Es geht um die Erfahrung, die um das Produkt herum entsteht. Und da weiß ich, dass viele da etwas skeptisch gucken werden, aber schauen wir doch einfach mal auf das Beispiel zum Herr da links uns verkauft oder verkaufte, als er noch lebte. Und das schönste Beispiel war, als der iPod, der kleine Musikspieler auf den Markt kam. Unser Kunde damals war Philips und die haben ganz laut gelacht und gesagt, ach, schau mal, wie niedlich. Der hat die halbe Batterie, die halbe Kapazität. Da können nur 200 Songs drauf und auf unsere können 500 Songs. Der hat doch keine Chance. Innerhalb von einem Jahr gab es den Philips Musikplayer nicht mehr und Samsung und Rio und wie sie alle auch hießen, waren ziemlich am Ende, weil der iPod funktionierte. It just works, wie Steve Jobs es sagte. Die Kundenerfahrung war so viel besser und dadurch auch so viel einfacher zu verkaufen für die Leute in den Geschäften. Und ich habe die geinterviewt. Die haben gesagt, ich gebe ihn den Leuten einfach in die Hand und sagen, machen Sie mal. Und innerhalb von 30 Sekunden hat es funktioniert. Während wenn ich einen Philips-Player verkaufen muss, musste ich eine halbe Stunde erklären. Und so, obwohl es technisch gesehen rein auf Papier eigentlich nicht gut aussah für den iPod und er teurer war, hat er trotzdem die Konkurrenz an die Wand gefegt. Und eigentlich genauso haben wir daneben das Beispiel von Nintendo, wo auch die Erfahrung, das Coole, das wettgemacht hat, dass es da weniger Spiele gab und vielleicht weniger Pixel auf einer Seite. Und so sagen wir im Endeffekt vielleicht das allerwichtigste, allerbeste Beispiel, warum Customer Experience das Produkt ist, ist, wenn wir über Kaffeebohnen reden. Wenn ich mir eine Tasse Kaffee machen will, habe ich dafür etwa 10 Bohnen nötig. Und wenn ich hier in Antwerpen, wo ich wohne, wo ich jetzt auch sitze, in den Hafen gehe und mir so einen Sack von 60 Kilo auf den Rücken schmeiße, dann kosten diese 10 Bohnen mich vielleicht 2 Cent. Wenn jemand die Bohnen im Supermarkt in Päckchen von einem Pfund verpackt hat, dann kosten sie vielleicht 7 oder 8 Cent. Ein Espresso, so eine kleine Aluminiumkapsel, 40 Cent. Plastikbecher von einer untrinkbaren Maschine oder untrinkbarer Kaffee von einer Maschine, 1 Euro. Immer noch die gleichen 10 Bohnen. Die Maschine mit dem untrinkbaren Kaffee im Freizeitpark, 2 Euro. Bei Starbucks, 3, 4, 5 Euro. Im Luxusrestaurant, die gleiche Nespresso-Kapsel wird mir plötzlich für 6 Euro verkauft, weil viel Brimborium drumherum ist. Und die letzte Frage, die ich immer stelle, leider können Sie mir Ihre Hände nicht zeigen oder mir keine Zahl zurufen. Ich sage immer, als ich um die Hand meiner Frau angehalten hatte, vor 10 Jahren etwa, in Venedig und wir danach auf den Piazza San Marco gegangen sind, wie viel hat dieser Kaffee uns gekostet? Und da höre ich immer wieder die Zahlen so um den 10 oder 15 Euro rum. Es war ein so überwältigendes Erlebnis, so ein toller Moment in unserem Leben, dass der Kaffee 100 Euro hätte kosten können. Das ist für mich ein Zeichen oder eine Geschichte, die zeigt, dass im Endeffekt die Erfahrung bestimmt, wie viel sind wir bereit für ein gewisses Produkt zu zahlen. Und natürlich gibt es Leute, die nie mehr als 1 Euro zahlen würden. Es gibt aber eine Menge Leute, die gerne die 2, 4, 6 Euro bezahlen, wenn die Situation stimmt. Und so kommen wir eigentlich auf eine relativ einfache Definition von was ist Customer Experience, was ist Customer Experience Management. Es geht um die ganze Interaktion, alle Aspekte der Interaktion zwischen einem Kunden und der Firma. Es geht um das Konsumentenverhalten, es geht um das Produkt selber, es geht um den Preis, es geht um die Dienstleistung, es geht um die Website, das, wo ein Kunde die Firma berührt. Und eigentlich, und das hatte ich ja auch schon in der Vorankündigung gesagt, und nachher kommen wir da nochmal ganz stark drauf zurück. Für mich ist im Endeffekt die Customer Journey, der Customer Lifecycle, das bestimmende Element im Customer Experience Management, weil wir hier festlegen, alle Touchpoints, die der Kunde mit uns hat,
über die Jahre, über die ganze Lebensdauer, die er mit uns hat. Und für all diese Punkte legen wir fest, was erwartet der Kunde von uns, emotional und rational? Was wollen wir dem Kunden bieten? Wie wollen wir unser Wertversprechen umsetzen für den Kunden? Das ist, wo das ganze Customer Experience Management auf einer Seite zusammenkommen kann. Bei dem Ganzen ist unglaublich wichtig, und da kommen wir immer wieder darauf zurück, dass Emotionen eigentlich der treibende Wert in der Customer Experience sind. Denn 80% unserer Entscheidungen treffen wir mit der Emotion. Das ist übrigens im B2B auch ganz wichtig. Der Elefant, das ist die Emotion, und obendrauf sitzt ganz klein die Rationalität. Wenn der Elefant, die Emotionen, nach links rennen wollen, dann kann der kleine Typ da oben drauf rufen und treten, was er will. Der Elefant geht nach links. Wir müssen verstehen, was sind die Emotionen, die bestimmend sind für unseren Kunden, und wie können wir diese Emotionen bespielen? Wie können wir seine Ängste wegnehmen? Wie können wir seine Erwartungen erfüllen? So kommen wir wieder zurück zu unserem Gorilla, und wir sagen, Customer Experience ist ein Gewinntreiber. Wenn wir zufriedene Kunden haben, haben wir eine starke Kundenbindung. Sie bleiben länger. Sie akzeptieren höhere Preise, verhandeln weniger, sind eher bereit, wiederzukaufen, Cross-Buying, Upselling. Sie reklamieren seltener, und wenn sie mal reklamieren, sind sie schneller wieder zufriedengestellt und sind eben auch netter im Umgang, was bessere Mitarbeiterstimmung macht. Und ganz wichtig, sie empfehlen tatsächlich ihr Unternehmen weiter. Und das ist eigentlich der Kernbegriff, den wir festlegen für Customer Experience Management. Das Schaffen von Kunden, die so zufrieden sind, dass sie uns weiterempfehlen. Und da kommt dann auch unser Return on Investment, unser Gewinntreiber her, dass wir sagen, wenn wir den Grundwert eines Kunden weiter entwickeln durch einen Word-of-Mouth-Wert, die Kunden, und die wir gewonnen oder verloren haben, durch Word-of-Mouth, dann haben wir ein ganzheitliches Kundenwertverständnis. Da kommen noch viel mehr Sachen dazu in der dritten Kolumne, aber das ist vielleicht jetzt zu schwierig für den Anfang. Aber mal ganz einfach gerechnet, wenn wir schauen, ein Detraktor, ein unzufriedener Kunde, der wirklich nicht zufrieden ist mit uns und nur einmal ein Auto kauft, bringt uns viel weniger Gewinn als ein Promoter, der immer wieder ein Auto kauft. Aber das ist nur der erste Schritt der Kundenwertbestimmung. Denn dann schauen wir, ja, wie viel hat dieser Kunde, dieser unzufriedene Kunde uns denn verjagt? Wie viel Potenzialkunden? Oder wie viel Neukunden hat der zufriedene Kunde uns gebracht? Und wenn wir nur sagen, dass der böse Kunde einen Potenzialkunden verjagt hat, während der zufriedene Kunde, der 20 Jahre bei uns all seine Autos gekauft hat, uns 4 Neukunden gebracht hat, sieht plötzlich die Geschichte ganz anders aus, und vor allem der unzufriedene Kunde, der anderen sagt, geh da nicht hin, kostet uns Geld. Und dieses Differential zwischen minus 1300 und plus 15.000, also ein Differential von über 16.000, das ist die Kundenwertbestimmung, die uns hilft, den Gorilla, den Chef, die Kollegen zu überzeugen, dass Customer Experience Management wichtig ist. Und solche Rechnungen haben wir für jede Art von Industrie, hier zum Beispiel Telekom. Und aufgrund dessen kann man dann auch mal durchrechnen, wenn wir jetzt in diesem Fall 10.000 Kunden, was für die japanische Luxusmarke, von der wir reden, eine tatsächliche Kundenanzahl für bestimmte Länder war, dann kommen schon plötzlich ganz interessante Zahlen raus, wenn wir darüber nachdenken, wenn wir so Kritiker zufriedenstellen und Zufriedene zu Weiterempfehlern machen, dann sehen wir da doch plötzlich ganz interessante Business Cases entstehen. Und so kommen wir hoffentlich, nachdem wir Sie und Ihre Kollegen und Ihren Chef überzeugt haben, kommen wir auf die Frage, ja, wie fangen wir denn an? Und wir sagen, vielleicht der beste Punkt, um anzufangen, ist doch einfach mal bei den Kunden zu hören, was sie denn von uns denken. Wie finden sie uns denn im Augenblick? Wie wissen wir jetzt, ob der Kunde tatsächlich begeistert ist? Und manche von Ihnen werden vielleicht schon erkannt haben, ich habe da Net Promoter Begriffe genutzt. Früher war die Standardfrage an den Kunden, sind sie zufrieden? Aber eigentlich haben wir schon vor 10 Jahren festgestellt, dass
die Zufriedenheitsfrage uns eigentlich überhaupt nichts sagt über die Loyalität des Kunden, die ja viel wichtiger ist. Bleibt er Kunde? Wir haben festgestellt, dass eine viel bessere Frage zu stellen ist, würden Sie empfehlen? Würden Sie promoten? Denn das ist eine Frage, die wir nur mit Ja beantworten, wenn wir tatsächlich begeistert sind, wenn wir wirklich selber auch wieder dahin gehen würden und unsere Glaubwürdigkeit in Gefahr bringen, sozusagen, wenn wir eine schlechte Empfehlung machen. Da haben wir tolle Erfahrungen und später diese Woche machen wir nochmal ein NPS-Seminar. Was ist NPS eigentlich und wie fängt man da an? Aber mal ganz einfach gesagt, wir verteilen unsere Kunden in drei Gruppen, die Empfehler, die Passiven und die Kritiker. Und unser Ziel ist, die Kritiker unkritisch zu machen. Hallo Stefan, Ja. wie warst du weg? War ich weg? Ja, ganz kurz. Okay. Aber jetzt hörst du mich. Ja. Ja, okay. Ich zeigte gerade das Beispiel Weber. Diese O-Töne, die aus der Befragung kommen, sind natürlich eine viel bessere Art, dem Rest der Organisation zu zeigen, wie die Kunden wirklich über uns denken und wie wir mehr zufriedene Kunden schaffen können. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass wir immer darum denken, wie können wir den Rest der Organisation, denn unsere Kollegen, überzeugen, das ist wichtig, das ist toll. Schaut mal her, wir haben hier ganz, ganz zufriedene Kunden, die haben schon drei Grills für uns verkauft. Was können wir davon lernen, damit wir da noch andere so weit kriegen? Innerhalb von ein paar Jahren. Und ganz einfach, es geht um eine ganz kurze Umfrage, sodass wir sagen, eine Minute Ihrer Zeit wollen wir. Und dadurch haben wir ganz hohe Rücklaufzahlen. Und es ist einfach einzusetzen. Ganz kurz zusammenfassend, warum ist NPS eine gute Anfangsortsbestimmung? Weil wir kurze und einfache Fragen stellen, wodurch viele unserer Kunden zurückkommen. Und sie kommen mit eindeutigen Ansagen. Sie sagen uns in ihren Worten, was wichtig ist für sie. Und es ist dadurch ganz einfach, Aktionen zu definieren. Und es ist ein toller Startpunkt. Und so sagen wir, warum NPS als Startpunkt? Es hilft uns, Empfehler zu schaffen und es hilft uns zu sehen, wo sind wir im Augenblick. Da kommen wir wieder zurück auf, warum sage ich immer wieder Empfehler? Weil sie eben im Endeffekt das Geld bringen. Zweitens müssen wir feststellen, wo stehen wir eigentlich intern? Und ich zeige Ihnen hier, wie wir das machen bei FutureLab, aber es gibt auch andere Methoden und Sie können das auch sich selber ausdenken. Es geht darum, wo stehen wir heute? Wie sieht die Firma im Augenblick, wie gut wir sind im Managen der Customer Experience? Und im zweiten Schritt dann, was sind unsere Ziele, was sind unsere Ambitionen? Wir nennen das den CXMA und es geht darum, dass wir über die vier Hauptthemen, und Sie erkennen den Zirkel, den ich schon am Anfang Ihnen zeigte, über die vier Hauptthemen, die wichtigsten Fragen, insgesamt sind es 20 Fragen, wo wir intern die Leute befragen, wo Sie intern Ihre Mitarbeiter, Ihre Kollegen befragen können. Wie sehen Sie im Augenblick, dass wir zum Beispiel, wie gut sind wir darin, eine Kundenstrategie festzulegen? Wie viel Management-Fokus gibt es auf Customer Experience? Wie engagiert sind die Mitarbeiter? Und dann werden Ihre Kollegen Ihnen sagen, was Sie davon denken. Und das Interessante ist, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, die verschiedenen Abteilungen werden eine differenzierte Einsicht haben, wo sie im Augenblick stehen. Und das gibt eine tolle Diskussion. Ja, Moment mal, wieso denkt ihr denn, wir haben zum Beispiel bei Operationalize schauen, wieso denkt die Finanzabteilung, dass wir da ganz toll dabei sind und Marketing und Business sieht es eigentlich gar nicht so positiv. Und dann stellt sich oft heraus, dass beide Gruppen nicht den gleichen Wissensstand haben, dass es Tools und Tricks und dergleichen gibt, die eine Gruppe hat und die andere nicht. So können wir feststellen, wo stehen wir eigentlich? Wie gut sind wir dabei? Wie sehr haben wir die verschiedenen Abteilungen vereint? Und aufgrund dessen können wir dann sagen, wo stehen wir denn eigentlich heute? Sind wir jemand, der eigentlich sagt, oh ja, ich sollte vielleicht mal anfangen hier mit CX? Oder sind wir eigentlich der Wochenendjogger? Oder laufen wir schon Marathons?
oder sind wir so unglaublich gut, dass wir eigentlich zu vergleichen sind mit dem Ironman-Läufer in Hawaii? Sagen wir mal, dass wir feststellen, dass wir eigentlich Wochenendjogger sind. Wo wollen wir denn in 3 Jahren stehen? Wollen wir dann New York Marathon laufen? Wollen wir einen Ironman laufen? Oder sagen wir, nö, ist eigentlich gut so, wo wir heute stehen. Und dann können wir festlegen, was sind denn die Schritte, die wir unternehmen müssen, um von hier, wo wir heute sind, zu da zu kommen. Und ich will Sie jetzt nicht verwirren mit einem riesen. Das ist ein echtes Beispiel von einem unserer Kunden, die für all diese 20 Fragen festgestellt haben, zum Beispiel ganz links oben, hey, Gain Customer Insights, da machen wir toll. Wir haben alle Insights, darum geht es nicht. Es geht darum, wie setzen wir die um in die Praxis. Denn operationalize, ja, stehen wir auf 2, aber wir wollen auf 4 kommen. Und was ist jetzt der ganz wichtige Schritt, was ist das ganz wichtige Element darin? Die Customer Journey. Denn im Endeffekt geht es ja darum, wir wollen festlegen, was das Kundenerlebnis sein sollte, das unsere Kunden tagtäglich erleben. Und dafür müssen wir wissen, was sind die Schritte, die der Kunde durchgeht mit uns und wie managen wir das? Denn im Endeffekt, das ultimative Management-Tool, um das Kundenversprechen, was wir haben, wobei wir festgestellt haben, wir sind der billigste oder wir sind der beste oder wir sind der schnellste, was auch immer das Kundenversprechen ist, wie setzen wir das um in die Realität? Was sind die Ziele, die die Kunden haben? Was sind die Ziele, die wir haben an den Journeys, an den Touchpoints? Was sind die Standards, die wir für den Kunden kreieren wollen? Aber auch die Geschäftsziele. Was müssen wir kommerziell erreichen? Wie viele Leute müssen vom Schritt 1 in der Journey in Schritt 2 rübergehen? Was heißt das für unsere Marke? Und so kommen wir auf ein Bild wie dieses von einem unserer Kunden, was eigentlich, und hier haben wir ein anderes Beispiel, das ist eine Vodafone Journey, wo wir sagen, okay, wir legen fest, ganz oben, was sind die emotionalen Hoch voll dabei sein müssen, wo ist es nicht so wichtig? Was sind die Datenströme, die wir haben, um das beurteilen zu können? Was sind die Fähigkeiten, die wir brauchen, um das, was wir versprechen, umsetzen zu können in die Realität? Mit welchen Kennzahlen pro Abteilung stellen wir das fest? Erfüllen wir das Markenversprechen? Was sind die Touchpoints, die wir managen müssen? Ich gehe im Uhrzeigersinn drumherum, das haben Sie vielleicht gemerkt. Was sind die Delivery Standards, die Sie haben? Tut mir leid, dass ich ab und zu ins Denglisch abgleite. Was sind die Basisversprechen, die wir erfüllen? Das absolute Mindeste, wo, wenn wir das nicht erfüllen, der Kunde böse wegläuft. Was sind die Standards, wo wir sagen, das reicht, um den Kunden zufriedenzustellen? Und wo gehen wir über die Standards hinaus, wo wir sagen, und jetzt sorgen wir, dass der Kunde nach Hause geht mit einem Wow-Gefühl, einer Geschichte, die er erzählen kann. Die emotionalen und rationalen Ziele, die der Kunde verfolgt, oder seine Unsicherheiten, die wir wegnehmen können. Dieses Customer Journey Framework ist im Endeffekt etwas, was in jedem Raum in der Firma an der Wand hängen sollte. Ganz einfach dargestellt, sodass so hier wie bei Vodafone, so hängt das tatsächlich in vielen Fenstern in dem Land, wo wir das gemacht haben, an den Türen und über den Büros, damit jeder sofort sehen kann, das ist das Ziel, was wir versuchen zu erreichen mit dem Kunden an diesem Moment in seinem Lebenszyklus mit uns. Und daraus können wir dann wieder anhand dieses Sheets eine Roadmap zusammenstellen, wo wir sagen, okay, was sind die Quick Wins, was sind die Sachen, wo zum Beispiel die Hälfte der Anrufe, wenn wir da in die automatische Telefonabfertigung gehen, die verläuft ins Nichts. Da müsst ihr bitte sofort was ändern. Okay, das müssen wir sofort machen. Was müssen wir kurzfristig machen? Das müssen wir in den nächsten 3 Monaten einfach unbürokratisch, pragmatisch lösen. Und dann, was sind unsere mittelfristigen und langfristigen Ziele? Wieder verteilt immer über diese 4 Elemente, die wir auch in dem Zirkel zurücksehen. Und wir versuchen immer ungefähr die gleichen Farben zu benutzen, aber ich sehe gerade, dass wahrscheinlich wird meine grafische Mitarbeiterin jetzt ganz
wird ja ganz übel, weil ich hier falsche Farben benutzt habe. Ganz wichtig in dieser Roadmap ist nicht zu viel Aktivitäten. Sie sehen hier natürlich im Soforten gibt es insgesamt 8 Beispiele, aber das sind ja auch wirklich kleine und sofort lösbare. Jedes neu anfangende Customer Experience Projekt anbelangt, ist zu viel Projekte zugleich versuchen zu realisieren. Lassen Sie es einfach. Lassen Sie sich leiten von, was die Kunden Ihnen sagen. Lassen Sie sich leiten von, wo Ihre Kollegen vorgeben. Da glauben wir, dass wir sofortiges Verbesserungspotenzial haben. Und machen Sie das, um das dann auch zu nutzen, um dem Rest der Firma zu zeigen, schaut mal her, wir erreichen Resultate. Wir haben Kunden happy gemacht. Diese Kunden haben mehr gekauft und so können wir unser weiteres Projekt finanzieren. Und so kommen wir wieder zurück auf diesen Zirkel. Den können Sie sich auch mal anschauen, einfach als Inspiration von allen Elementen, die man angehen kann, wenn man ein Customer Experience Projekt lancieren will. Und so bin ich völlig zu meiner eigenen Überraschung eigentlich voll in der Zeit geblieben und kann jetzt Rainer wieder das Mikrofon übergeben, um Fragen zu stellen.